Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest. Und ja, es geht direkt weiter da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben schön auf der Bank gechillt und haben damit wieder volle Energie. Und ja, genau so wie in der letzten Folge weiter an unserem Haus bauen hier ist der Plan. Das Ziel in der Folge ist, also zumindest unter die 10 Baumstämme zu kommen, die wir noch benötigen. Wenn es geht, will ich das fertig kriegen. Also geht es jetzt direkt ganz produktiv hier los. Also The Forest ist ein Spiel, in dem ich wirklich sehr produktiv bin. Außer in der Welt, als wir im Container geschlafen haben. Da war ich nicht so produktiv. Ja, aber hier geht es auf jeden Fall gut ab. Mal gucken, wie lange wir denn hier auch in dieser Welt überleben können. Das würde mich echt mal interessieren. Na. So. Vor allem, wir sind ja bisher nur einmal gestorben. Und zwar durch den Bug. Also ich finde unsere Bilanz ganz gut. Was denkt ihr denn darüber? Schreibt es mir in die Kommentare. Zack. Und hier geht's weiter. Können wir langsam abrutschen. Oh Mann, ich habe vergessen, den Timer zu starten, Leute. Ich habe ihn hier vor mir liegen und vergesse ihn einfach zu starten. So, go. Dann überziehen wir halt 2 Minuten oder so. Fuck off, weißt du? Ist ja kein Multiplayer-Projekt. Das macht ja gar nichts. So. Weiter. Dumm. Handy. Ach komm. Der Koffer liegt hier so einsam und alleine. Da müssen wir doch hier ein bisschen mitnehmen. Außerdem gab es das Snickers drin. Ja, komische Musik. Die kommt doch sonst immer, wenn Ureinwohner in der Nähe sind. Aber ich höre keinen Schritt und gar nichts, also mache ich weiter. Ich glaube, die Musik ist auch weg. Zumindest bilde ich mir das jetzt mal ein. Ne, die ist auch weg. Ich dachte gerade, ich hätte noch ein kleines Sümmchen gehört. Schöne Äste übrigens. Ziemlich geil. Boah, Alter, wie die Bäume da unten die ganze Zeit Geräusche machen, wenn die aufeinander prallen. Aber es macht ja nichts. So, wir haben nur ein Ziel. Und zwar unter die, sagte ich, 10 Baumstammhürde zu kommen, ich glaube schon. Gut, dann machen wir direkt hier weiter. Jetzt können wir wieder bauen. Oha. Gott sei Dank sind wir nicht in diesen Bug reingeraten. Alter, was ist das denn für ein Riesenbaumstamm ohne Spaß? Hier sind ja sogar welche drin. Wie kommen die hier rein? Sind die da drüber geflogen oder was? Keine Ahnung. Egal, wir machen jetzt weiter. Wir machen weiter. Und ja, mal gucken, wie weit wir denn kommen in der Folge. 32 brauchen wir noch, jetzt noch 30, wenn ich die angebracht habe. Ja, mal gucken, ob wir das denn in den nächsten Folgen schaffen. Also in den nächsten 2 Folgen habe ich mir schon vorgenommen. Will ich das gerne hinter mir haben, dieses schöne kleine Häuschen da. Und dann haben wir auch ein Haus schon in The Forest gebaut. Und eine ziemlich sichere Base. Hoch hier.
Ach, guck mal, hier liegt er auch an. Das ist ja toll. Ich will die nicht erst hier runterwerfen, weil dann rollen die so weit, dass die ins Meer rollen und dann verschwende ich die alle und das wäre nicht so gut, glaube ich. Dann rennen wir halt jetzt das kleine Stückchen immer. Ich denke, so schlimm ist nichts. So, wir müssen noch das Dach und den Boden machen. Die Seite haben wir bald fertig, dann noch die andere und noch den Boden. Okay. Und dann haben wir ein ziemlich sicheres Haus. Das ist auf jeden Fall cool. So, weiter geht's. Zack. Wir haben echt schon richtig viel gebaut hier. Sowas müsst ihr erstmal nachmachen in 3, 4 Folgen, keine Ahnung. Das heißt, wir haben 1,5 Stunden, sagen wir. Also sagen wir mal 1,5 Stunden haben wir jetzt aufgenommen hier in dieser Welt. Und ja, ich würde sagen, da haben wir einiges geschafft schon. Wenn man die mit der davor vergleicht, wo wir im Container gewohnt haben, also da bin ich doch noch ganz schön gut drin hier in dem Spiel. Ja, ja, find something to eat, ein Arsch. Na. Komm, danke. Brauch nur Holz, will nur schnell das Haus fertig bauen. 22 noch, also ich denke, wir könnten das sogar in der Folge schaffen. Hoffe ich. Wäre zumindest ziemlich cool. Mal etwas zu schaffen, was ich mir gar nicht als Ziel gesetzt habe. So. Rabbit. Hasenfleisch wollen wir auch mal. Sorry, falls ich gerade einen Abgang gemacht habe von der Webcam, aber ich musste mal hier kurz mich richtig hinsetzen. Komm, du leckerer Hase, ich würde dich auch roh verspeisen. Na los! Danke. Warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir oben hier was zu essen, was wir mitnehmen können. Das wäre eine coole Angelegenheit. Nö, tun wir nicht. So, gut, wieder zwei Baumstämme auf der Hand. Und weiter geht das schöne Vergnügen hier. Also ein Vergnügen ist es ja jetzt nicht, immer das gleiche zu machen. Aber ich verspreche euch, wenn wir das Haus fertig haben, denke ich mal, dass wir erstmal nicht viel bauen müssen mehr. Oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt dann ja auch mal was Neues dazu, was man bauen kann. Ist ja jetzt schon länger nicht mehr. Das wäre auch mal ganz nett. So, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas Geiles halt. Irgendwas Cooles, was man mal machen könnte. Aber gerade irgendwas auf der Nase. Oh, keine Ahnung, was kann man denn sich so in der Wildnis bauen? So? Vielleicht mal auch das so, dass ein Boot richtig funktioniert und dass man nochmal wegsegeln kann hier von dieser scheiß Insel. Und dann auch noch auf einer anderen Insel sein Haus aufbauen kann, wo es dann vielleicht ein ganz anderes Terrain gibt und andere Nahrung und sowas. Das wäre echt mega krass. Einfach. Dann wird das Spiel langsam richtig geil werden, wenn man sowas könnte. Und man darf ja nicht vergessen, dass es immer noch in der Alpha ist. Und dafür ist es schon ziemlich cool, finde ich.
finde ich zumindest. Warum regnet es hier heftiger als da? Oder ist es einfach... Aber nee, keine Ahnung. So, 12 Stück noch. Leute, das können wir schaffen in dieser Folge. Das ist ja mal richtig cool. Dann haben wir echt... Boah. 82 Baumstämme. Das war eine Hausnummer am Anfang. Kommst du? Komm. Sei ein braver Baum. Gib mir dich doch ein, Merl. Danke. Gut. 82 Baumstämme, wollte ich sagen. War eine Hausnummer. Haben wir dann aber geschafft. Finde ich cool. Dann haben wir auch so ein Haus hier stehen. In unserer Chiller-Ecke. Boah, Alter, kann... Wir konnten unser Haus hier noch gar nicht gegen irgendeinen Ureinwohner beweisen, unser Lager, ne? Keiner kam allein nur bis hierhin und konnte in die Falle laufen. Keiner... Der kam ja noch immer bis da oben hin, und um zu beweisen, dass sie hier nicht durch die Tür kommen. Es kam einfach noch keiner zu meinem Lager. Das macht mich traurig. Da frage ich mich manchmal, wofür ich das überhaupt so sicher baue. Aber komm, wir wollen nicht meckern. Besser, als wenn wir durch die sterben. Nur wir werden halt vielleicht wieder nicht sehen, wie lange wir überlebt haben. Das finde ich ein bisschen schade. Seien die Weltschafts auch mal mit einer neuen Version, also wenn die in einer neuen Version ist, zu speichern. Was man auch noch verbessern müsste, ist natürlich, wenn die Bäume runterfallen, haben die so einen leichten Knick und sehen aus wie Gummi. Und dass die Augen nicht Sonnenlicht durchlassen, genauso wenig wie der Hals. Das wäre ein ziemlich kranker Mensch, der sowas hat. So. Mein Gott. Ich will endlich das Haus fertig machen. Und ciao. Und ciao. Und ciao. Und ciao. Noch nicht ciao, aber jetzt ciao. Und ciao. Ach ja, das Flugzeug. Boah, wie wir hier alles leer gefällt haben. Tschüss. Tschüss. Das reicht schon, Leute. Es reicht schon locker. Zack. Runter hier. Dann haben wir unser Haus fertig. Das ist geil. Das wird schon in der Folge schaffen. Können wir nächste Folge direkt erforschen gehen oder so? Keine Ahnung. In der Folge würde ich sagen... Scheiße. Planen wir dann noch so ein bisschen, ob wir irgendwas bauen wollen noch. Und in der nächsten Folge gehen wir dann erstmal erforschen. Weil ich meine, es geht hier bestimmt noch irgendwas besser, vielleicht, dass wir hier zumachen oder so. Na, keine Ahnung. Irgendwas kriegt man immer hin. Noch 6 Baumstämme noch. 76 von 82 haben wir gerade gesehen. Haben wir. Das ist, Leute, das ist geil, wie schnell wir es einfach geschafft haben, so ein dickes Haus zu bauen. Also wenn das noch jemand in 3 Folgen geschafft hat, dann verlinkt mir den bitte. Ne, das geht, glaube ich, gar nicht mehr in den Kommentaren verlinken, oder? Ich glaube nicht. Dann schreibt mir einfach den Namen in die Kommentare. Also ich kenne keinen, der es geschafft hat. So, hoch hier noch
Zweimal müssen wir gehen. Das Haus wird in der Nacht fertiggestellt. Ist ja ein krasses Haus, ist das, ey. Seien wir gehen schlafen, aber ich finde, es ist schöner bei Nacht, wenn die Sonne mit ihrem roten Licht auf das fertiggestellte Haus scheint. So, noch einmal los und dann ist es fertig. Vorher entzünden wir hier alle. Hui. Alle möglichen Lichter. Wow. You are cold and wet, build a fire to get dry. Was wenn nicht? Jawohl, wir haben's. Wow, die Fackeln sind unglaublich hell bei Regen. Unglaublich effektiv, Torben. Achso, es hat ja gerade noch nicht geregnet, stimmt. Boah, Alter, man sieht ja null. Das Feuer ist auch schon wieder aus hier. Chillig. Ja gut. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben so ein dickes Haus gebaut. Und darin gehen wir jetzt erstmal pennen. So, Tür ist offen. Wow. Ja, ja, entspann dich. Tür ist wieder zu. Und hier können wir pennen gehen. Unter Zeitungen, Leute. Oh, das ist cool, Leute. Wir haben ein Haus. Aus den Fenstern sieht man nur hier schön was. So. Ja, Leute. Das ist unser Haus. Es sieht nicht ganz so toll aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber immerhin ist es sicher. Und ja, jetzt gucke ich. Ach ja, wir müssen an Feuer gehen hier. Komm. Na, so. Jetzt gucke ich einmal. Ich gucke aber so, wie lange es wir noch haben. Wir haben noch 5 Minuten. 5 Minuten, das ist eine lange Zeit, Leute. Was machen wir in 5 Minuten? Wir können hier ein bisschen planen. Storage haben wir. Dann müssen wir auch noch Stöcker sammeln für, ne? Ja, genau. Ich weiß, wisst ihr, was ich mache? Ich hole die restlichen Baumstämme und packe die in den Baumhalter. Das ist so eine gute Idee. Dann können wir nächstes Mal, wenn wir irgendwas bauen müssen, haben wir alles schon. Ja, was zünde ich denn hier an? Dann haben wir schon ein bisschen Holz im Lager. Das ist auf jeden Fall praktisch. Müssen wir nicht mehr so viel farmen. So, wie tue ich das jetzt da rein? Ach, C, genau. Perfekt. Dann. So. Weil das ist dann erstmal die letzte Folge, die wir wirklich so produktiv nutzen. Weil wir haben ja jetzt hier ein wunderschönes Lager. Würde ich behaupten. Man kann natürlich alles noch sicherer machen, aber ich glaube, man muss es ja nicht direkt übertreiben. Wir könnten zum Beispiel hier nochmal einen Ring hinziehen. Obwohl, ich glaube, das machen wir noch. Ich glaube, einen Ring gönnen wir uns nochmal. Aber keine Sorge, nicht jetzt. Jetzt holen wir noch Stöcker, damit wir auch den anderen Baumhalter, den Stockhalter fertig machen können. Und dann planen wir die Sache und dann ist die Folge auch zu Ende. Sehr gut, jetzt holen wir hier noch Stöcker. 4 Stück brauchen wir. Wofür brauchen wir denn die restlichen Stöcker? Ich weiß es gar nicht. Haben wir noch irgendwo eine Baustelle? Okay. Also auf jeden Fall eins. Einen haben wir auf jeden Fall schon mal. 2, 3. Nee. Ja, ja, komm, gib einfach her, bis ich keine mehr tragen kann. Can't carry any more stick, das passt doch. Hier können wir dann gleich nochmal Sticks holen und die direkt in unser Lager tun. Dann haben wir Stöcker und Holzstämme vorrätig. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Bevor die halt despawnen, ne, kann man das ja schön da rein tun. Baumstämme haben wir auch ein paar, 5 Stück. Das ist doch ganz cool. So. Falls man dann mal schnell irgendwas macht, hat man es, irgendwas machen muss, hat man es immer da.
1. Es sollte noch einen Steinhalter geben. Dass man hier Steine haben muss. Can't carry animal sticks, hier liegen immer noch welche rum. Das ist doch cool. Haben wir direkt viele Sticks. Sticks meine ich natürlich. In unserem Stickhalter drin. Stockhalter. Warum sage ich jetzt Englisch? Ich kapiere das nicht. C. Und weiter geht's. Noch eine Fuhre. Ich muss auch nur dran denken, dass ich welche in dem Halter drin habe. Aber das werde ich schon. Das werde ich schon schaffen. So, hier liegen immer noch welche. Was ist denn hier los? Boah, Alter, wir haben schon wieder voll hier. Ja, gut. Wow. Krass, Alter, man kann mit dem Stock ja richtig zustoßen. Huah. Krass. Auf jeden Fall krass. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt hier nochmal hin und füllen das alles schön auf. Mehr passt da gar nicht rein. Das ist krass, wir haben unseren Stick-Halter hier voll. Ich glaube, es passt noch ein Baumstamm in den rein, würde ich einfach mal tippen. Mehr brauchen wir auch nicht an Sticks hier in unserem Lager. Brauchen wir nicht noch eins zu bauen. Jetzt können wir nochmal den nächsten Abwehrwall hier planen, der eigentlich total unnötig ist. Aber komm, wer es hat, der hat's. Können wir doch nicht. Machen wir alles in der nächsten Folge, Leute. Ja, erstmal mache ich den nervigen Timer hier aus. So, genau. Hier, das ist unser neues Haus. Perfekt. Das ist wunderschön. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir gucken hier schön in die Sonne. Und wenn ihr mehr sehen wollt und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ich freue mich wirklich über jeden Daumen nach oben und über jeden Kommentar, den ihr mir schreibt. Ich werde mir alle durchlesen, ich werde alle beantworten. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao.